In dieser Aufgabe behandeln wir nun einen Träger der Länge L, welcher an der rechten Seite eingespannt ist und an der linken Seite frei. Am freien Ende befindet sich eine Einzellast P, die den Träger belastet. Hier handelt es sich nun allerdings um einen Querschnitt, welcher linear von Seitenlänge HA bis Seitenlänge HB zunimmt. Für diesen komplexeren Fall ist jetzt die Stelle der maximalen Spannung sowie die Größe dieser maximalen Spannung zu bestimmen und außerdem das Verhältnis der maximalen Spannung zur Spannung Sigma B an der Stelle X ist gleich L. Also wir haben es jetzt zu tun mit einem Träger, der seinen Querschnitt verändert. Was heißt das, wenn er den Querschnitt verändert für uns? Was schließen wir daraus? Na, wenn die Querschnitte sich ändern, dann wird sich das Flächenträgheitsmoment ändern müssen, oder? Das ändert sich. Zwischen links und rechts ist ein anderes Flächenträgheitsmoment. Und zwischen links und rechts ist ein anderes Widerstandsmoment. Weil der Randfaser, das Flächenträgheitsmoment anders ist, aber auch der Randfaserabstand anders ist. Das heißt, unser Widerstandsmoment zur Bestimmung der maximalen Biegespannung ist eine Funktion von der Laufvariable x über den Träger. Das ändert sich einfach kontinuierlich, linear. Ich schreibe das so in Stichworten her. Das Flächenträgheitsmoment ist eine Funktion von x. Und wenn das Flächenträgheitsmoment allgemein, also für beliebiges h, beliebige Höhe h, irgendwo da, h von x zum Beispiel, oder machen wir es gleich mit h von x, wie schaut das aus? Weiß man das? Um die Y-Achse? Irgendwas mit Zwölftel. Wenn das quadratisch ist, das Ding. H von x der vierten Zwölftel, hätte ich gesagt, oder? Und daraus ergibt sich ein Widerstandsmoment fürs Quadrat, das ja auch wiederum nur von H abhängt, weil das W ist Iy von x, könnte man noch hingeschrieben haben, durch maximaler Randfaserabstand, E max oder Z max. Und wie groß ist das Z max? Na, h von x halbe. Das Quadrat hat ja einen Schwerpunkt in der Mitte und vom Schwerpunkt aus gemessen von den Achsen an den Rand muss es die halbe Höhe und die halbe Breite sein. Wenn das beides h ist, ist es h von x halbe. Also hier eingesetzt, h von x halbe, dann kürzt sie da ein h raus und es kürzt sich der Zweier raus mit dem Zwölftel. Und fürs Widerstandsmoment kommt dann h von x hoch 3 Sechstel raus. Gilt auch allgemein natürlich für jedes Quadrat. Das Widerstandsmoment des Quadrates ist h der dritten Sechstel oder Seitenlänge der dritten Sechstel. Und jetzt muss man nur noch schauen, wie groß ist das h von x. Genau, also eine Geradengleichung mit anderen Worten einfach hingeschrieben. Für diese Steigung da, für den Teil eine Geradengleichung. Das da müssen wir ja im Prinzip abbilden. Das ist das h von x, also auf beide Richtungen gemessen. Und wir kennen HA, wie Sie richtig gesagt haben, und wir wissen, dass am Ende HB ist. Und dann wissen wir, dass der Unterschied zwischen dem Anfang und dem Ende HB minus HA sein muss. Also dieses Stück da. Und zwar in dem Fall halbe, weil Sie es unten auch noch einmal haben. Und dann können Sie die Geradengleichung sofort hinschreiben. Ja. Also wir haben HA plus HB minus HA. Differenzhöhe dividiert durch die Steigung, durch die Länge ist die Steigung, mal die Variable x, dann sitzt man an jeder Stelle richtig. Und wenn Sie da jetzt für xl einsetzen, sehen Sie, dass sie das rauskürzt und dass für h von l genau hb rauskommt. Und für h von 0 kommt ha raus. Das ist wieder nur kx plus oder d plus k mal x in dem Fall. Geradengleichung. Und dann kann man natürlich einsetzen, ja, und das HB durch HA ausdrücken, weil HB ist ja 3HA und dann das HA rausheben
Und dann kommt man genau auf das, was Sie gesagt haben, nämlich HA mal 1 plus 2 X durch L. Mit dem Zusammenhang für das Widerstandsmoment WY von X kann man jetzt das H von X da einsetzen. Dann kriegen wir genau das Widerstandsmoment als Funktion der Laufvariable X und bekannten Höhen H, nämlich H von X Drittel Sechstel ist dann ein Sechstel HA der Dritten mal 1 plus 2x durch L zur Dritten. Und die Spannung, haben wir vorher auch schon festgestellt, was die Spannung ist, die ist auch natürlich eine Funktion von x, nämlich das m von x durch das wy von x. Einziger Unterschied, wenn es an vorher denken ist, vorher haben wir das m-max verwendet, weil ja die Trägergeometrie gleich war. Jetzt kann man nicht einfach das m-max verwenden, sondern jetzt muss man einen Verlauf für die Spannung ausrechnen über den Träger, weil sich die Trägergeometrie ja an jeder Stelle ändert. Also passt auch nur zu jeder Stelle am Träger ein Biegemoment, das an der gleichen Stelle sitzt und das zu der Biegespannung führt. Anders geht es nicht. Weil Sie können nicht den einen ganz rechts nehmen, das Biegemoment, und ganz links das Widerstandsmoment und die dann zusammen verwursteln. Das geht sich nicht aus. Also Sie müssen schon an der gleichen Stelle sitzen. Und was ist mit dem Biegemoment? Das ist relativ einfach gehalten, das aus längentechnischen Gründen. Wir haben ja nur eine Einzellast. Das heißt, wenn ich mir das schematisch mit dieser Einzellast da überlege, wie groß das Biegemoment m von x ist über den gesamten Bereich, dann ist das ja nichts anderes als minus p mal x. Das heißt, das Sigma, die Spannung an jeder Stelle x auf dem Träger, und was wir auch noch machen, weil es egal ist, ob oben oder unten, jetzt einmal machen wir da einen Betrag draus, oben, und rechnen wir nur einmal die Spannung betragsmäßig aus, dann braucht man nicht das Minus immer mitschleppen, das kann man dann am Ende eh wieder zurück einsetzen. Und dann haben wir hier p mal x aus dem Biegemoment dividiert durch das, was im Widerstandsmoment steht, nämlich HA der Dritten mal 1 plus 2x durch L der Dritten durch ein Sechstel, also mal 6 gleich mit dem Kehrwert multipliziert. Und von dem Ding kann man jetzt, im Gegensatz zu vorher vom Moment, kann man jetzt von dem den Maximalwert suchen. Funktioniert ja gleich, einfach die Spannung halt ableiten und Null setzen. Der Maximalwert der Spannung, die maximale Spannung, ist dann ja wiederum die Ableitung der Spannung nach der Laufvariable x, Null gesetzt. Die Ableitung, ja, ist halt eine Quotientenregel. Jetzt rechne ich es Ihnen nicht vor. Also U durch V abgeleitet ist U-V minus V-U durch V-Quadrat. Das sollte man wissen. Damit rechnen wir es einfach aus. Da kommt irgendwie ein recht großer Bruch raus. Es kürzt sich aber alles Mögliche wieder raus, wie wahrscheinlich alle festgestellt haben, die das gerechnet haben. Und es kommt für die Stelle der maximalen Spannung sinnvollerweise etwas raus, was nur von der Länge abhängt, nämlich L Viertel. Alles andere kürzt sie weg. Und damit ist die maximale Spannung selbst natürlich Sigma von x an dieser Stelle L Viertel. Zurück eingesetzt das L Viertel, dann kürzt sie einiges raus. 4p mal L durch 9 HA der Dritten bleibt stehen, wenn es alles rauskürzen, alle Ls und hoch 3 rechnen und dann den Faktor halt ausrechnen, der da rauskommt. Ja? Und die Spannung an der Stelle x gleich L, setzen wir einfach x gleich L ein. Das ist 6p mal L durch 27 HA der Dritten. Und wenn Sie das Verhältnis ausrechnen, Sigma Max, ich schreibe es jetzt so, zu Sigma x gleich L, sollte dann der Faktor 2 rauskommen.